So, meine Süßen, und damit herzlich willkommen zurück. Zu Let's Play Hogwarts Legacy. Ich würde gern gucken, ob ich noch einen Zaubertrank. 1 von 7, geil. Kleine botanische Tränkestation. Gotische Tränkestation. Ja. Das sieht doch ganz gut aus. Das gefällt mir doch ganz gut. So, kann ich jetzt insgesamt 7 oder... Insgesamt 7, das ist schon immer ganz gut. So. Kann ich da irgendwas benutzen? Irgendwas moven? Kleine gotische Tränkestation. Nee, Tränkestation will ich nicht. Das am besten. Ich will in der Mitte nicht zu viel drin haben. Muss das so abstandmäßig sein? So, das passt eigentlich. Kann ich den überhaupt auch wieder bewegen? Ja, kann ich. Das ist doch ganz gut. Das verstehe ich jetzt nicht. Warum ist das so ein Abstand? Dieser Platz vergeht, weil ich hier nichts...
Nee, das passt schon so. Aber kann ich das auch? Kann ich das nicht auch irgendwie wegmachen? Ich brauche das nicht. Na gut. Aber hier bleibe ich bei dem gotischen Stil. Hä? Ist der Raum der Wünsche so buggy oder was? Bleiben. So. Das ist natürlich blöd. Ich kann halt nicht viel mehr machen, ne? Keine unidentifizierten Gegenstände. Das ist schon mal ganz gut. Sonst alles ganz gut aus. Machen wir jetzt hier mal eine Runde. Okay, das sieht ganz gut aus. Das gefällt mir. Gut. Mal überlegen, wo mache ich den jetzt am besten mit den Aufträgen weiter. Teste ein Donnergebräu gegen Gegner. Trifft sich mit Sebastian. Ich würde sagen, das machen wir doch am besten mal. Astronomieflügel. Nein. Denn jetzt hier überhaupt? Zauberkunst, Unterrichtsraum. Ich will jetzt nicht nochmal hier rumeiern, weil eigentlich müsste ich doch... Ah ja, stimmt, Raum der Wünsche ist geheim, ne? Film Tipptriebblätter. Die habe ich ja zum Glück hier alles gemacht. Jo, die Frage ist jetzt eigentlich ganz cool, ne? Naja, machen wir mal weiter. Will ich mal mit Sebastian sprechen? Ich will aber mal was gucken. Karte, Südflügel, geheime Räume. Ah, hier ist es, okay. So, mit Sebastian. Professor Fix Unterrichtsraum, Verteidigung gegen... Reisen wir mal dahin. Komm, machen wir mal. Gucken wir mal, was wir hier haben. Ja, da war ich eben noch unterwegs. Wollte mir einen Kalender holen. Aber wir haben ja schon Ende Mai. Also ihr werdet das Video wahrscheinlich irgendwann im Juni sehen, weil ich ja mal vorher aufnehme. Und ja.
ist halt nicht so optimal. Hier drüben. Ja, ist ja gut, Solo. Sebastian, lange nicht gesehen. Stimmt. Schön, dass du meine Eule erhalten hast. Ich muss dir was zeigen. Lass mich dir erstmal danken für das, was du in der Bibliothek getan hast. Natürlich. Scribner wollte mich nachsitzen lassen, aber ich habe meine Mittel und Wege. Du hast den Kopf für mich hingehalten. Und das ist viel wert. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Das habe ich. Aber da fehlte etwas. Vielleicht sollten wir woanders darüber reden. Verstanden. Wir können gleich weiterreden. In der Krypta. Nicht mal die Professoren wissen von diesem Ort. Was ist, wenn ein Schüler, der davon weiß, zum Professor wird? Genau hier gibt es einen Geheimgang. Sehr gut verborgen. Mit diesem Bild? Das sieht doch schon so... Aha. Hast du diesen Ort gefunden? Durch meinen Freund, Ominous Gaunt. Er hat ihn Krypta getauft. Wir haben hier immer Koboldstein gespielt. Mit meiner Schwester, Anne. Sie liebte dieses Spiel. Wie gerne würde ich nochmal gegen sie verlieren. Hör zu, ich habe Ominous geschworen, diesen Ort zu schützen. Also behalte das hier bitte für dich. Jeden Fall. Er vertraut niemand anderem außer mir. Schon seit wir uns kennen. Das will ich nicht aufs Spiel setzen. Früher sind wir fast täglich hier reingeschlichen. Wir wurden nie erwischt. Das klingt schon mal ziemlich cool. Muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Die Krypta. Graue Quidditch-Handschuhe. Reveli. Gibt's hier noch irgendwas zu entdecken? Ja, hier ist noch was. Umhang mit Diamantenmuster. Der ist zwar von den Statuswerten nicht so super, aber... Ah, stimmt, da wollte ich noch mal was gucken. Machen wir doch gerade mal. Kurz die Ausrüstung checken. So, hab doch bestimmt wieder einen Umhang gefunden, der was Besseres kann. Okay, hier habe ich nichts gefunden, aber outfitmäßig vielleicht. So, ich will mal gucken, ob ich hier das Erscheinungsbild ändern kann. Nein. Das passt alles nicht. Einfach nein. Das könnte fast passen. Kann ich ihn ein bisschen rauszoomen? Das würde sogar schon eher passen als das hier. Zumindest von der Farbe her. Ja, das ist auch noch okay. Das oder das hier. Ah, das ist nicht. Das ist natürlich. Das würde mir sogar eher zusagen. Ansonsten gefällt mir das eigentlich ganz gut. Ich kenne Ominous aus dem Zaubertrankunterricht. Oder Kräuterkunde? Er findet sich mit seinem Zauberstab im Schloss zurecht. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht wie. Ominous wurde blind geboren. Da hilft kein Zauber. Es ist fast so, als hätte sein Zauberstab ein Bewusstsein. Würde mich nicht wundern. Ollivander sagt immer, der Zauberstab wählt den Zauberer. Hat er so diesen Ort gefunden? Nein, jemand in seiner Familie wusste davon. Die Gaunts sind voller Geheimnisse.
Ich habe noch nie jemand anderen davon sprechen hören und auch noch nie jemand anderen hier gesehen. Erzähl das niemandem, besonders nicht Ominous. Er hat für seine Familie oder ihre Geheimnisse nichts übrig, aber dieser Ort bedeutet ihm viel. Verstanden. Aber warum hat Ominous für seine Familie nichts übrig? Die Familie seines Vaters stammt direkt von Salazar Slytherin ab, einem der vier Gründer von Hogwarts. Die meisten von ihnen sind besessen vom Blutstatus. Ominous kann sie nicht ausstehen, wie er dir gerne bestätigt. Wie dem auch sei, die Krypta war der perfekte Ort, um sich vor neugierigen Blicken zu verstecken und sogar verbotene Zaubersprüche zu üben. Ach ja? Zum Beispiel? Den Explosionszauber. Die Professoren sagen, der Zauber sei nicht geeignet für Schüler. Eine magische Ausbildung sollte sämtliche Magie umfassen. Genau mein Gedanke. Ein Zauber wie Confringo ist nur in ungeübten Händen wirklich gefährlich. Solche Zauber sollten lieber richtig gelehrt werden. Ehrlich gesagt interessiere ich mich eher für feurige Formen der Magie. Aber du solltest ihn lernen. Ich kann ihn dir hier gefahrenlos beibringen. Es kann dauern, bis man ein Gefühl dafür bekommt. Bewege den Zauberstab wie ich. Die Beschwörung lautet Confringo. Also gut. Oha. Du hast es raus. Bereit, es richtig auszuprobieren? So, ich würde sagen, das ist Kampf. Unten ist Kampf, rechts ist eher so, ja, Erkundung und oben ist halt so ein Allgemeinding, würde ich sagen. Konzentriere dich aber auf die Ziele, damit die Krypta intakt bleibt. Versuch's mit diesen Armleuchtern. Beide sind nützlich, aber du wirst schnell feststellen, dass... Confringo! Gut gemacht. Wie ist es so? Ein bisschen heiß. Du gewöhnst dich dran. Gut so. Ich glaube, ich hab... Gut gemacht. Naja, ein bisschen was haben wir kaputt gemacht. Ey, das ist cool. Jetzt weiß ich auch, wie wir dieses eine scheiß Rätsel hinkriegen, wenn ich es nochmal finde. Als ich mit Ominous das erste Mal Confringo übte, versenkten wir uns die Augenbrauen. Das hätte ich gern gesehen. Das hat uns lange verfolgt. Bis heute hat dieser Spruch etwas an sich, das süchtig macht. Das ist genau die Art von Magie, die ich lernen wollte. Ich kenne noch viel mehr. Ich übe hier schon seit Ewigkeiten ähnliche Zaubersprüche. Allerdings habe ich Anne und Ominous nicht von jedem erzählt. Ich war schon länger nicht mehr hier. Ohne Anne ist es anders. Das mit deiner Schwester tut mir leid. Wenn ich irgendwas tun kann... Wenn ich wieder nach Feldcroft gehe, könntest du mitkommen und Anne treffen. Sie kann Aufmunterung gebrauchen. Sag mir wann und wir treffen uns. Sie vermisst Hogwarts. Sie sitzt zu Hause bei unserem Vormund Onkel Solomon fest. Leider musst du ihn auch kennenlernen. Einen neuen Schüler zu treffen, ist genau das, was sie braucht. Ich freue mich darauf. Na, prima. Selbstverständlich. Übrigens, was hast du da vorhin in der Halle nicht sagen können? Wo soll ich da bloß anfangen? Du sagtest, bei deinem Fund in der Bibliothek fehlt etwas? Es hat sicher mit dem zu tun, was du mir erzählt hast, über den Portschlüssel, Gringotts und Ranrock. Dir entgeht wirklich nichts. Und ja, das ist es. Wie du sicher schon vermutet hast, steckt noch mehr dahinter. Ich höre. Ja, doch. Du musst versprechen, dass das unter uns bleibt. Ich habe dir von der geheimen Krypta erzählt. Du kannst mir vertrauen. Na gut. Ich kann Spuren von alter Magie sehen. Alte Magie? Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber das sicher nicht.
Was heißt das überhaupt? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass ich Spuren einer alten Magie sehe, die sonst kaum jemand wahrnimmt. Fick und ich glauben, dass Ranrock einen Weg gefunden hat, die Macht dieser Magie zu nutzen. Willst du damit sagen, dass die Kobolde vielleicht eine Art Zauberermagie nutzen? Genau das wollen wir herausfinden. Und diese Fähigkeit von dir, erlaubt sie dir auch, diese Magie zu nutzen? Ich weiß es nicht. Nun, wenn du es weißt, sag es mir. Ich studiere schon ewig archaische Formen der Magie. Vielleicht können wir einander helfen. Da mittlerweile sowohl Rookwood als auch Ranrock hinter dir her sind, denke ich, du solltest den Explosionszauber noch ein bisschen üben. Bleib hier, solange du willst. Und denk daran, dieser Ort bleibt unter uns. So wie das, was ich dir erzählt habe. Also finde ich, also ich habe dem jetzt die Wahrheit gesagt, einfach aus dem Aspekt. Einfach aus dem Aspekt her, weil er uns heute von der Krypta erzählt hat. Ich glaube, ihm können wir echt trauen. Das gefällt mir nicht. Hallo Sebastian. Warte. Du da. Ich kann dich hören. Oh, hallo. Ominous, nicht? Ich glaube, wir haben Zaubertränke zusammen. Und Kräuterkunde? Die Stimme kenne ich. Hab dich in Zaubertränke mit Gareth Weasley reden gehört. Du bist neu in der fünften. Kommst du gerade aus der Krypta? Wie bist du da reingekommen? Der Raum heißt die Krypta? Ah, ich war auf Erkundungstour und fand mich plötzlich in einem seltsamen Gang wieder. Lüg nicht! Niemand stößt zufällig auf diesen Raum. Sebastian hat dir von ihm erzählt, oder? Wenn du irgendjemandem von diesem Ort erzählst, kann dir nicht einmal dein werter Professor Fick helfen. Mein Vater ist mit dem Schulleiter befreundet. Ich habe keine Scheu davor, das auszunutzen, wenn nötig. Glaub mir, Ominous. Ich sage kein Wort. Und Sebastian ist ein guter Freund. Du solltest ihm nicht gleich das Schlimmste unterstellen. Ich muss mir von dir nichts über meinen ältesten Freund sagen lassen. Schönen Dank auch. Ominous, ich meinte nur... Ich weiß, was du meintest. Sebastian handelt sich schon genug Ärger ein. Er braucht deine Hilfe nicht. Dafür wird sich Sebastian etwas anhören dürfen. Das ist ein Arschloch. Der gerade versucht, mir das Bein zu stellen. Dieser Wichser. Nicht so schön, nicht so schön. Aber das war die Krypta. So. Von der Kartenkammer. Stimmt, erzähle Professor Fick von der Kartenkammer. Ja, wo ist der denn überhaupt? Kann ich das nicht irgendwie... Geheimräume, ja, passt schon. Ansonsten muss ich jetzt eben seinen Dingsbum suchen. Wo haben wir denn die Karte? Dann suchen wir den doch gleich mal. So, was haben wir hier? Akio-Duell? Akio-Duell, die Schüler treffen sich beim Duellbrett und suchen nach den Gegnern. Oh ja, das klingt... Machen wir das doch mal. Akio-Duell, warum nicht? Ich möchte Ihnen Wingardium Leviosa beibringen, um Objekte für kurze Zeit schweben zu lassen. Sobald Sie ein paar Voraussetzungen erfüllt haben, kommen Sie nach dem Unterricht zu mir. Okay. Was machst du denn hier draußen? Dich zu einem Akio-Duell herausfordern. Es wird Zeit, dass du dich einem echten Gegner stellst, außerhalb von Ronans Zauberkunstunterricht. Ein Akio-Duell ist mehr als ein Spiel. Es ist ein Kräftemessen, ein Härtetest für Hexen und Zauberer. Also? Ich bin dabei. Legen wir los. Super. Der ist so eine komische Blechstimme. Akio-Duell. Keine Runde ist wie die andere. Akio. Ein Kinderspiel. Akio.
Na, vielleicht eine. Aus dem Handgelenk. Es gibt Schlimmeres. Hä? Warum ist das, hat sich das Ding jetzt nicht bewegt? Was war das? Übertrifft das Akio. Warum ging das in der Mitte nicht? Habe ich etwa gewonnen? Oh ja! Nicht schlecht. Okay. Wir hätten um ein paar Galeonen wetten sollen. Noch eine Runde? Vielleicht lieber ein andermal. Kann ich verstehen. Komm doch später wieder, wenn du es mit jemandem von meinem Talent aufnehmen kannst. Warum sind die denn alle so hochnäsig? Kannst du nicht einfach mit alter Magie den Penner zerreißen? Das sind richtige Arschgeigen. So, die Frage ist jetzt... Gerade von Hogsmeade? Nein. Ich guck mal. So, ich will jetzt nochmal kurz zu Professor Fick gehen. Große Halle, Gemeinschaftsgroße Halle, Bootshaus, nein. Sag mal, bin ich blöd? Professor Fix Unterrichtsraum, da. Gut. Also die Karte ist stylisch ganz gut, aber der Style, der kommt, ich weiß nicht. Ich werde immer so ein wenig. Im Zentrum. Ach hier. Entschuldigung. Achso, das kann ich ja hier nicht machen. Konfringo. Ups. So, Professor Fick. Diese Namen, es ist einfach herrlich. Ich hatte gehofft, Sie zu sehen. Ich auch. Sie sind zurück? Endlich. Minister Sparwin redet mehr, als dass er zuhört. Spricht ständig von wildernden Drachen. Er wollte kein Wort über Kobolde hören. Wo wir gerade dabei sind... Hören Sie. Es ist so viel passiert, während sie weg waren. Eldridge Diggorys Porträt im Gemeinschaftsraum erzählte von seiner Großnichte Helen. Seine Großnichte? Ja, sie war mal Aurorin. Und sie hat mich nach Azkaban zu Anne Thisbe gebracht. Sie waren in Azkaban? Ja, das war schon was. Aber Anne kannte Richard Jackdaw vor seinem Tod. Also musste ich seinen Geist finden. Wer in aller Welt ist Richard Jackdaw? Er war hier vor langer Zeit Schüler. Er erzählte mir von einer Geheimhöhle. Ich ging dorthin und direkt neben Jackdaws Skelett fand ich die fehlenden Seiten. Sie haben die Seiten? Ja. Und weil Jackdaw der darin enthaltenen Karte gefolgt war, fand ich mit den Seiten auch den eingezeichneten Ort. Ob Sie es glauben oder nicht, es ist ein Raum unter Hogwarts. Warum bin ich nicht überrascht? Wollen wir? Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen. Oh, und wir brauchen das Buch. Das ist doch super. Der Raum heißt übrigens die Kartenkammer. Und dort erwartet uns ein Porträt von Percival Rackham. Professor Rackham, ich freue mich darauf, ihn zu treffen. Wie ist dieser Jackdaw an die Seiten aus dem Buch gekommen? Peeves hat sie offenbar gestohlen. Und Jackdaw stahl sie von ihm. Ah, Peeves. Betrete die Kartenkammer. So, machen wir aber beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ne, weil wir doch schon länger in der Aufnahme sind als gedacht. Macht's gut, tschüss.